Hallo zusammen! Strenge Regeln für die Kleidung von Schülern sind in Amerika keine Seltenheit. In letzter Zeit werden diese aber immer öfter heftig kritisiert, vor allem wenn es um die Einschränkungen für junge Frauen geht. Der Fall der 11-jährigen Vegas aus Montana zeigt besonders deutlich, wie lächerlich die Vorschriften teilweise sind. Ihre Großmutter Sandra Lynn Beeler Darling hat ihre Geschichte nun auf Social Media offenbart und ein Bild von Vegas in ihrem verbotenen Kleid gezeigt. In Sandras Facebook-Post sieht man Vegas in einem grauen Kleid mit niedlichem Blumenmuster, darunter trägt sie schwarze Leggings. Das Kleid geht ihr bis zu den Knien, ihre Arme sind frei. Ein ganz normales Sommerkleid für ein junges Mädchen. Das Kleid habe sie von ihrer Schwester geschenkt bekommen, meint Sandra. An diesem Tag wurden in ihrer Schule der Lockwood Elementary and Allen Johnson Middle School außerdem Bilder gemacht. Und Vegas sollte dafür hübsch aussehen. Sie war aufgeregt und freute sich auf den Tag. Was also war an diesem harmlosen Outfit auszusetzen? Die Länge, so die Schule, sei nicht das Problem an dem Kleid. Stattdessen sei es verboten, die Schultern unbedeckt zu zeigen, denn die würden andere ablenken. Vegas wurde aufgefordert, sich umzuziehen und sie erhielt eine Abmahnung. Zwar wurden die Fotos von ihr in ihrem Kleid gemacht, doch ihre Eltern mussten ihr für den Rest des Tages ein anderes Outfit bringen. Vegas, die sich sehr auf das Ereignis gefreut hatte, war am Boden zerstört. Laut Sandra ist sie ohnehin ein zurückhaltendes und stilles Mädchen. Die Annahme, sie hätte mit ihren Schultern Aufmerksamkeit erregen wollen, sei einfach lächerlich. Als ihre Großmutter von dem Vorfall hörte, war sie außer sich. Um den lächerlichen Schulvorschriften entgegenzuwirken, veröffentlichte sie ein Bild der weinenden Vegas auf ihrem Facebook-Profil mit einem wütenden Kommentar. Wenn ihr oder eure Kinder denkt, dass sie euch ablenkt, dann seht sie einfach nicht an. Es dauerte nicht lange, bis ihr Post zur Online-Sensation wurde. Über 2000 Leute haben ihn bereits geteilt. Enormer Zuspruch für Vegas und Unverständlichkeit über die Regeln der Schule sind in den zahlreichen Kommentaren dazu zu lesen, wie etwa an diesem Kleid ist absolut nichts auszusetzen. Spinnen die denn alle? Oder das ist einfach dämlich, wenn sie die Schultern einer 11-Jährigen sexualisieren, dann sollten sie überhaupt nicht in der Nähe von Kindern sein. Vegas hat sich von dem Vorfall noch immer nicht ganz erholt. Sie wolle noch immer nicht darüber sprechen, meinte Sandra. Für die Schule ist der Fall abgeschlossen, Vegas hat sich umgezogen, daher sei das Problem begraben. Vegas Geschichte ist nur eine von vielen, die sich in einer ganzen Kette aus sexistischen und unangemessenen Vorfällen an amerikanischen Schulen einreiht. Doch die Unterstützung online zeigt, Vegas und Sandra sind in ihrer Überzeugung nicht allein. So Freunde, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.